Christoph Ploss ist da, der Landesvorsitzende der CDU und Bundestagsabgeordnete. Christoph, es sind viele Gäste und Gästinnen da, das würdest du so nie sagen, oder? Das würde ich so nicht sagen, ich halte mich da an die deutschen Grammatikregeln. Du hast ja schon gesagt, gendern geht nicht, hast du schon bei Markus Lanz gesagt, also das ist ja manchmal dem Bundestag vorgeschaltet. Jetzt gibt es eine Volksinitiative, siehst du da Erfolgschancen? Ich habe mit großer Zustimmung wahrgenommen, dass es so eine Volksinitiative gibt. Und ich glaube auch, dass die Zeit für eine solche Volksinitiative reif ist. Denn ganz viele in der Stadt regen sich zu Recht darüber auf, dass ihre Kinder in den Schulen nicht mehr die deutschen Rechtschreibregeln und die deutschen Grammatikregeln lernen. Die regen sich zu Recht darüber auf, dass an den Universitäten mittlerweile Gender-Leitfäden verteilt werden und die Studenten nicht nach deutschen Grammatikregeln schreiben sollen, sondern nach einer künstlichen Gendersprache. Und mir geht es, glaube ich, so wie ganz vielen anderen. Die sind einfach von dieser Gendersprache genervt. Und deswegen drücke ich der Volksinitiative auch die Daumen, dass sie erfolgreich sein wird und werde die Volksinitiative natürlich auch unterstützen. Viele sind genervt. Du hast auch getwittert gestern dazu und da kam gleich Gegenwind, weil einige sagten, naja, der hat ja selber Rechtschreibfehler in seinem Tweet. Na, das war so ein bisschen pseudo-intellektuell, weil da ging es darum, seit langem, da wurde angekreidet, ich habe es klein geschrieben und man kann das natürlich auch klein schreiben, kann es auch mit großem L schreiben und dann wurde angekreidet grammatisch. Und nicht grammatikalisch. Aber auch da kann man beides verwenden. Grammatisch ist sogar die fachsprachlich korrekte Form für die Feinschmecker unter uns. Wollen wir mal zu den großen Themen kommen. Du bist Verkehrsexperte. Welche Infrastrukturprojekte sind in Hamburg wichtig? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Feld für uns in diesem neuen Jahr. Wir brauchen dringend eine Beschleunigung der Planung der Kölbrandquerung. Denn meine große Sorge ist, dass ansonsten die Kölbrandquerung ab den 20-30er Jahren nicht mehr richtig benutzbar ist. Und das würde zu einem Verkehrsinfarkt im Süden Hamburgs führen. Wahnsinnige Staus wären die Folge. Der Bahnwirtschaftsverkehr würde massiv beschädigt werden und auch ganz viele Pendler würden natürlich leiden. Deswegen brauchen wir eine schnellere Realisierung der Kölbrandquerung, genauso wie eine schnellere Planung und Bau der A26 Ost. Und auch die Schieneninfrastruktur rund um den Hamburger Hauptbahnhof muss ausgebaut werden. Da werde ich im Bundestag auch in diesem Jahr weiter Druck machen. Anderes bundespolitisches Thema, gesellschaftliches Thema. Du hast gesagt, ich möchte ein Gesellschaftsjahr einführen. Hast du selber Zivildienst gemacht? Und was ist der Sinn von so einem Gesellschaftsjahr? Ich habe gerade aufgrund meiner eigenen Erfahrungen gesagt, wir brauchen so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Ich wurde damals nach meinem Abitur 2005 eingezogen und habe dann entschieden, Zivildienst zu machen. Damals hatte ich überhaupt keine Lust, gesagt, Zeitverschwendung und du willst an die Uni, du willst studieren. Und am Ende war das eine der besten Erfahrungen, die ich je im Leben gesammelt habe. Ich war dann selber auf einer Pflegestation, habe da Erfahrungen gemacht, die ich danach in der Form nie wieder gemacht habe. Bin auch mal rausgekommen aus dem Bereich, nicht, in dem ich vorher war, vorher auf dem Johanneum Abitur gemacht, danach studiert, danach im Büro gearbeitet, ne, jetzt im Deutschen Bundestag. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also für die soziale Prägung gut, genau. Aber auch gut, wenn wir jetzt einen Fachkräftemangel haben. Und ganz, es gibt noch weitere Argumente, genau richtig. Einmal könnten natürlich auch dadurch Menschen Lust bekommen, zum Beispiel in die Pflege zu gehen, weil die das selber erfahren. Das ist ein ganz starkes Argument. Und ein weiteres Argument ist auch, dass Brücken zwischen Gruppen der Gesellschaft gebaut werden, die im Moment nicht mehr so da sind. Nicht? Also Menschen in Blankenese wieder zu tun haben mit Menschen in Steilshoop und nicht jeder sich nur in seine Echokammern zurückzieht. Und deswegen glaube ich, würde ein solches verpflichtendes Gesellschaftsjahr auch uns in Hamburg insgesamt sehr gut tun und die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt stärken.